Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Simpsons Springfield. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Und zwar wird in dieser Folge was... Oh, hoppala. Bedeutendes passieren. Und zwar hat die Abstimmung ergeben, dass halt wir von der diesem Account auf die Handy... Geiles Deutsch, auf den Account vom Handy wechseln, und wie gesagt, das kam dabei heraus, dass 3 Stimmen die Handy-Version bevorzugten und halt 0 Stimmen diese Version. Deswegen wird diese Version aufgegeben und auf ein Handy gewechselt, da sind wir ja auch ein bisschen weiter. Und deswegen werde ich hier auch nicht mehr allzu viel machen, der wird dann eher eingestampft. Das heißt, alle diejenigen, meine Nachbarn, die gerne dann mich da als, ich sag mal, neuen Nachbarn wieder hinzufügen möchten. Ich zeige euch mal kurz, wie er heißt. Da. Einfach hinzufügen. Ich nehme euch da an und da geht es dann quasi weiter. Es geht aber allerdings erst Neujahr weiter. Und zwar am 2. wird wieder ein Video kommen. Jetzt erstmal nicht mehr. Da ich da den auch noch ein bisschen vorbereiten muss und so weiter. Hier möchte ich allerdings noch, bevor wir dir wirklich komplett abgeben, die gesamten Donuts auf den Kopf schmeißen, auch wenn das nicht viel bringt, aber wir machen das einfach mal. Mal gucken, was wir da kriegen. Lad, lad, Donut. 110 Donuts wert. Naja, gut. Gucken wir mal weiter. Oh, Übertragungswagen. Nochmal 30 Donuts. Also wenn das so weitergeht, werden die Donuts nie alle. Ein Honda von Sharma. Ein Fischteich. Kalafkalasch. Schon wieder ein Übertragungswagen, den wir bekommen haben. Eine Itchy und Scratchy Tafel. Nochmal 10 Donuts. Ein Bunker. Fischteich. Ich glaube, das wird nie alle. Nochmal Lad-Lad-Donut. Was 110 Donuts wert ist. Schade, dass man die Geschenke bzw. die Items nicht verschicken kann, wie bei anderen Spielen wie Farmarama zum Beispiel. Da konnte man ja Geschenke verschicken. Schade, dass man das hier nicht kann. Man musste ja nicht mit allen Items können, aber hätte ich großartig gefunden, echt. So, und nochmal so als Info, wie gesagt, es geht am 2. wieder los, da ich hier ein bisschen Ruhe brauche bei Simpson mal, eine kurze Pause, sag ich mal. Und am 2.1., da geht es dann auch schon mit dem neuen Account los, das heißt, wie gesagt, das hier ist die letzte Folge für alle nochmal. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mich dort auch adden, ihr habt es ja eben gesehen, den Namen. Ja, und was gibt's sonst noch zu erzählen? Also wir werden da durchstarten, da wird auch der Chaos noch herrschen, wenn wir die Folge anfangen. Aber da wird es dann so sein, dass wir alles nochmal von Grund auf aufbauen. Es kommt alles in die Kiste und dann werden wir aufbauen, so hübsch wie wir es hier haben. Nicht unbedingt so 1:1, aber ne, also so ein bisschen. Mal gucken. Und da werde ich auch aktiv, oder da spiele ich auch aktiv weiter. Deswegen lohnt sich das, und da ich auch nicht allzu viel Zeit immer habe, ist das auch ganz in Ordnung, wenn ich halt nur einen Account mache. Gut, ansonsten, was können wir hier noch machen, bevor wir diesen Account hier einstampfen? Abernten will ich nicht nochmal. Da habe ich auch mehr als die Standard-Items, was mir auch sehr gut gefällt. Da, weil hier habe ich gemerkt, nach einer Zeit, man nimmt sich immer wieder vor, man schaltet nochmal abends ein oder so und dann hat man es nicht mehr gemacht, weil halt die Zeit fehlt. Auf dem Handy mache ich das, da liege ich dann abends nochmal im Bett oder so und starte nochmal kurz und ernte nochmal ab oder so. Und ja, da könnte man dann halt wechseln. Und das machen wir ja damit auch. Gut, dann ist im Endeffekt alles erklärt, gesagt, getan. Und dann verabschiede ich mich hier von diesem Account. Der wird eingestampft. Wie gesagt, da könnt ihr mich auch entfolgen hier von den Nachbarn. Auf den neuen bitte folgen, wenn ihr möchtet, dass wir da Nachbarn werden. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, dass ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche. Wie gesagt, es gibt keine Folge mehr in diesem Jahr, sondern erst Anfang nächsten Jahres wieder. Vielen Dank fürs bisher dabei sein und macht es gut. Bis zur nächsten Folge.
Und tschüss.